1. Dezember 2015. Wir haben uns hier zur Kundgebung versammelt vor dem Rathaus Charlottenburg. Unserem Rathaus Charlottenburg habe ich vorhin schon gehört aus den Reihen, weil wir hier als die Vertreterinnen und Vertreter der gewählten demokratischen Parteien in Charlottenburg-Wilmersdorf die Kommunalpolitik verantworten. Und zwar eine demokratisch gesinnte Kommunalpolitik, ausgerichtet an gegenseitigem Respekt, gegenseitiger Wertschätzung, einer Willkommenskultur sowohl für Investoren, die die City West als ihr Feld für Engagement, für Aufbau, für Arbeitsplätze verstehen, aber, und das sagen wir seit mehreren Jahren, auch für Menschen aus Not, Elend und Krieg, die bei uns Schutz suchen, für Flüchtlinge. Ich freue mich sehr, dass es im Dialog der in der BVV vertretenen Parteien in den letzten Tagen gelungen ist, insbesondere durch die Fraktionen in der Bezirksverordnetenversammlung, sich anlässlich der ersten öffentlichen Versammlung der AfD, Ortsverband Charlottenburg-Wilmersdorf, hier heute im Rathaus im Festsaal um 19 Uhr auf eine gemeinsame Resolution zu verständigen. Und ich sage ausdrücklich, das ist gut so. Vielen Dank dafür. Ich unterstreiche dies ausdrücklich, weil natürlich Demokratie auch vom politischen Wettstreit lebt, weil Demokratie auch bedeutet, unterschiedlicher politischer Auffassung zu sein, sich im Wettstreit zu befinden um unterschiedliche politische Lösungen. Seitdem die Sohrstraße vor über 2,5 Jahren in Neuwestend Flüchtlingsnotunterkunft geworden ist, seitdem sind die CDU, die SPD, Bündnis 90 Die Grünen, die Piraten und die Linke jedenfalls insofern gemeinsam unterwegs, als dass wir hier im Rathaus Charlottenburg für ganz Charlottenburg-Wilmersdorf verdeutlicht haben, Menschen, die vor dem Krieg flüchten, Menschen, die eine Odyssee quer durch Europa zu uns hier nach Berlin den Weg gefunden haben, die brauchen Schutz, die brauchen menschliche Zuwendung. Und in diesem Sinne verstehen wir hier parteiübergreifend an der kommunalen Basis unsere Willkommenskultur. Wer versucht, dies zu pervertieren, bewusst misszuinterpretieren, als würden wir hier die vermeintlichen Gutmenschen sein, die damit zum Ausdruck brächten, weltweit alle Flüchtlinge mögen in Charlottenburg-Wilmersdorf aufschlagen, der versteht uns bewusst falsch und schürt rechtspopulistische Ressentiments. Dem treten wir heute mit dieser Kundgebung ganz entschieden entgegen. Die AfD, und wer gestern Abend aber fair gesehen hat, es war, wie ich wahrgenommen habe, fair, sehr fair, seitens des Moderators, aber an vielen Stellen entsprechend des Anspruchs der Sendung nicht hart genug. Die Bundesvorsitzende der AfD konnte gestern wieder vor einem Millionenpublikum unwidersprochen Behauptungen in die Welt pusten, die geeignet sind, Vorurteile zu bestärken, populistische Ressentiments zu schüren und vor allem aufs Neue die Flüchtlinge in eine Ecke zu stellen, zu kriminalisieren und Unruhe in breite Teile der Bevölkerung zu tragen. Wir sind
seitdem die Flüchtlingsunterkünfte in unserem Kiez, in unseren Nachbarschaften eingerichtet sind, als Bezirksamt, zusammen mit den Willkommensinitiativen und den Flüchtlingsinitiativen, immer dabei, durch Infoabende so zeitnah wie möglich Rede und Antwort zu stehen. Ja, es gibt Sorgen und Ängste. Es gibt berechtigte Fragen. Aber die Antwort muss lauten, Transparenz herzustellen, Begegnungsmöglichkeiten zu schaffen. Und wir haben die tolle Erfahrung im Sinne der hier gelebten Willkommenskultur in Charlottenburg-Wilmersdorf, dass wenn dieses gelingt und sich Menschen darauf einlassen, dass dann Ängste abgebaut werden, dass dann Sorgen abnehmen und dass vor allem im Dialog die Menschen zueinander finden und Verständnis gegenseitig wächst. Das erleben wir nicht seitens der AfD. Seitens der AfD erleben wir holzschnittartige, zum Teil auch Verleumdung, ich sage es so deutlich. Und deswegen ist mit Blick auf die heutige öffentliche erste Veranstaltung hier im Rathaus Charlottenburg seitens des AfD-Ortsverbandes Charlottenburg-Wilmersdorf wichtig, dass wir als Demokratinnen und Demokraten zusammenstehen und dieses Zeichen mit dieser Kundgebung gegen Ausgrenzung, gegen Rassismus, gegen jede Form von Phobien für die Menschen setzen. Ich freue mich ausdrücklich, dass über den gemeinsamen Konsens im politischen Raum der Bezirksverordnetenversammlung über unsere Netzwerke hinweg es gelungen ist in den letzten Wochen und Monaten und ich darf sagen, inzwischen auch Jahren, ein verlässliches Netzwerk entstanden ist mit breiten Teilen der Zivilgesellschaft, der Bürgergesellschaft bei uns hier in der City West. Zahlreiche Willkommensinitiativen und Flüchtlingsinitiativen engagieren sich vor Ort im Stadtteil. Und wenn ich so salopp sagen darf, die Mutter von Janze, der Anbeginn seiner Zeit von engagierten Nachbarinnen und Nachbarn im Kiez Neuwestend, war die Belegung seiner Zeit der Sohrstraße, wo deutlich wurde, dass es wichtig ist, dieses nicht nur einer Verwaltung, einem Rathaus, der Politik zu überlassen, wenn es darum geht, zu schauen, wer kommt da, wer braucht unsere Hilfe und unsere Unterstützung, sondern dass es im bestgelebten, wohlverstandenen Sinne nachbarschaftliche Zuwendung und Solidarität ist. Das waren die Nachbarinnen und Nachbarn in Neuwestend, die sich auf den Weg seinerzeit gemacht haben mit der Gründung der Initiative Willkommen in Westend. Und viele Initiativen sind diesem tollen Beispiel inzwischen nicht nur in Charlottenburg-Wilmersdorf, sondern berlinweit nachgefolgt. Ganz besonders prominent, leider notwendigerweise, um sie noch beispielhaft zu nennen, die Initiative Moabit hilft. Und ich freue mich sehr. Ja, bitte, ein Applaus für die Initiative. Natürlich. Und ich freue mich sehr, dass wir an der Stelle gemeinsam unterwegs sind. Nicht unreflektiert und kritisch, sondern in einem guten, kritischen Dialog miteinander. Wir haben vieles gemeinsam auf die Beine stellen können. Auch an der Schnittstelle zur hauptverantwortlichen Senatsverwaltung für Soziales, wo wir gemeinsam immer wieder Sozialstaatsrat Engelmann, der Bürgermeister, Frau König als die Jungstadträtin immer wieder verdeutlichen, an welchen Stellen wir noch besser werden müssen. Und an der Stelle haben wir Sie, euch an der Seite und ihr uns. Und das ist ein ganz, ganz großer Wert, wenn es darum geht, hier heute mit Blick auf die AfD deutlich zu machen, miteinander sind wir gefordert und nicht gegenseitig im Sinne des Sehens von Hass, Gewalt und der Verharmlosung dieser Tatbestände. Ich freue mich sehr, und das haben wir vorher so verabredet, dass für die Flüchtlingsinitiativen, für die Willkommensinitiativen
stellvertretend Pamphöler, Pfarrer in Neuwestend und damit einem der wichtigsten Bündnispartner im Netzwerk, der Evangelische Kirchenkreis, jetzt nach mir zu uns sprechen wird. Herzlichen Dank an die Flüchtlingsinitiativen, dass ihr heute hier mit bei dieser Kundgebung dabei seid. Ja, mein Dank erstmal zurück an all die, die von den Piraten bis zur Polizei sich einfach engagieren. Und in diesem wunderbaren Spektrum gibt es einfach immer wieder wahre Schätze von unterschiedlichen Begabungen, die wir nutzen können. Deshalb stehe ich jetzt hier nicht als irgendein Vorsitzender oder sonst was, sondern wir sind wirklich ein ziemlich egalitäres Netzwerk, wo wir immer gucken, wen fragst du für was? Basis. Basis, manchmal ein bisschen auch im Stress mit dem Überbau, wenn es dann in der Verwaltung nicht so klappt, aber das ist das tägliche Brot. Konsens ist eins von allen, die bei uns mitmachen, dass wir schon sehen, dass ohne das ehrenamtliche Engagement vieles in dieser Zeit nicht klappen würde. Es ist gut, dass du Morbid Hilft angesprochen hast, weil die haben zurzeit einen der schwierigsten Jobs zu erfüllen. Warum ich hier stehe, ist einfach, dass ich komme gerade aus einer Bibelstunde mit 60, 70-Jährigen, als sie gehört haben, was hier für ein Thema heute verhandelt wird. In Kürze waren sie doch sehr schockiert. Gestandene, ältere, fromme Menschen, die sagen, es kann doch nicht angehen, dass die Menschen, die zum Teil sich in anderen Landesbereichen wirklich hinstellen und verhindern wollen, dass Flüchtlinge aufgenommen werden, dass Orte zum Teil kriminalisiert werden dadurch, dass Dinge in Brand gesetzt werden, dass sogenannte Bürger zu Gutmenschen deklariert werden aus dieser Sichtweise, dass die sich eines Themas annehmen, wo es wirklich um Vertreibung, Flucht und Verfolgung geht, die natürlich schon seit Jahrzehnten bei uns in der Kirche im Blick ist. Es geht um die Situation der Christen im Nahen Osten und sich auf dem Elend von einer kleinen Minderheit sozusagen hier ein Podium schaffen wollen. Das Entsetzen war wirklich sehr, sehr groß. Denn wenn wir von Flüchtlingen reden, dann gucken wir nicht, bist du getauft oder bist du nicht getauft, sondern wir gucken dahin, was steht dieser Gesellschaft an, was zu tun ist. Denn es geht um die Beseitigung von Elend aus einer sehr wohlhabenden Grundstruktur heraus. Uns ist es nicht gegeben, die letzten Monate mit ein paar Schulen Kilometer für Kilometer Wege gegangen zu sein, an Grenzen gescheitert zu sein. Uns steht es an, dass wir hier wohnen vor Ort und dass wir dort gucken können, wie wir Menschen helfen, die eben in Not sind. Auch das nochmal zur Erinnerung, es gibt so einen Spruch, was ihr einem der Geringsten unter mir getan habt, das habt ihr mir getan. Wenn wir hier schon über Christentum reden, dann bitte auch Wohlverstandenes und nicht mit Zerrbildern, die dann in Richtungen abschweifen, die wohl jede Religion hat, die eben halt auf Abgrenzung, auf Missachtung, auf wirklich mangelnde Toleranz abzielt. Und im Roten Rathaus haben wir von ein, zwei Wochen gerade eine Deklaration aller Religionsgemeinschaften verabschiedet, wo wir dieses nochmal zum Ausdruck gebracht haben, angesichts der jetzt vorbestehenden Situation. Deshalb auch mein deutliches Missvergnügen über das Thema der nun folgenden Veranstaltung. Ihr konntet es nicht hindern, es gibt wie immer in unserem wunderbaren Land Gesetze, die sehr weit gefasst sind, aber man kann durchaus an so einem Abend auch mal seinen Unmut darüber äußern, dass hier ein Thema im wahrsten Sinne des Wortes missbraucht wird. Und es geht nicht darum, dass in dieser Gesellschaft wieder irgendwo Brandstifter zündeln und immer darauf hoffen, dass irgendwo dann doch sie dadurch auch noch Prozentpunkte in den Wahlen bekommen. Das wollen wir versuchen, zumindest als Willkommensinitiative zu verhindern und stellen uns dann zur Not auch mal bei dem Wetter neben den Bürgermeister und sagen, we are not amused to. Ja. Herzliches Dank für den Verstanden.
Vielleicht noch zur Information, weil das alle vielleicht gar nicht mitbekommen haben. Das Thema der heutigen öffentlichen Veranstaltung ist Christenverfolgung in Syrien und Irak. Und keine Frage, das ist ein sehr ernstzunehmendes, ganz wichtiges Thema. Aber die Besorgnis ist doch genau das, was Pfarrer Frank Föhler gerade deutlich gemacht hat, dass hier erneut mit einer Minderheit auf Kosten, in dem Fall der Muslime, ein Zerrbild produziert wird, das geeignet ist, anderen Menschen wieder Angst zu machen. Und ich sage, ich denke im Namen von uns allen, bei all dem, was die Herausforderungen gerade auch nach Paris sind, die Muslime zu Terroristen zu erklären pauschal, die Muslime pauschal für Christenverfolgung in Haft zu nehmen, da wissen wir es besser. Ich fordere die AfD auf, geht in die Stadtteile, nehmt Kontakt zu den Menschen auf, sprecht mit den Helferinnen und Helfern, die Kontakte ja schon längst haben, die Begegnung haben zu den Muslimen, die ja vor ihren eigenen vermeintlichen Glaubensgenossinnen und Genossen geflüchtet sind. Und wer IS wahrnimmt und ernsthaft mit Muslimen redet, der bekommt natürlich gesagt, das hat nichts mit unserer Religion, dem Islam zu tun. Das ist pervers, das ist kriminell, das ist verbrecherisch. Klare Distanzierung. Und deswegen sagen wir der AfD hier in Charlottenburg, Wilmersdorf und überall, lasst ab von diesem Populismus. Kümmert euch doch mal endlich um eure rechten Ränder. Statt sie zu bedienen, setzt euch damit auseinander, dass fast 800 Übergriffe aus dem rechtsextremen Spektrum inzwischen auf Flüchtlingseinrichtungen in Deutschland zu verzeichnen sind. Dann, wenn ihr zu einer Veranstaltung einladet, die da lautet, wie können wir Strategien zum Schutz der Menschen gegen diesen rechtsextremen Drall, diese rechtsextremen Tendenzen entwickeln, dann können wir ernsthaft miteinander reden. Aber nicht in der Weise, wie ihr hier anfangt, bei uns in der City West gegen die Menschen unterwegs zu sein. Ich möchte abschließend eine Einladung aussprechen, aus gegebenem Anlass. Am 18. Dezember, das ist weltweit der internationale Tag der Migrantinnen und Migranten. Und an diesem Tag verleiht der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf seit mehreren Jahren den bezirklichen Integrationspreis an Initiativen, an Einzelpersonen, die sich für ein friedliches Miteinander, ein solidarisches Miteinander im Zusammenleben der Buntheit, der Vielfalt bei uns in der City West herausragend engagieren. Die Jury hat diesmal beschlossen, dass alle die Willkommens- und Flüchtlingsinitiativen aufgrund ihres herausragenden zivilgesellschaftlichen, bürgerschaftlichen Engagements in diesem Jahr den bezirklichen Integrationspreis verliehen bekommen. Ihr seid herzlich eingeladen, am 18. Dezember mit dabei zu sein, wenn wir diese besondere Ehrung aussprechen und Danke sagen. Danke für dieses tolle Engagement. Abschließend danke ich der Polizei, die für den Schutz dieser Kundgebung und all dessen, was damit zusammenhängt, gesorgt hat. Danke an das Team der Polizei unter Leitung des Einsatzleiters Herrn Lorenzen. Wir können noch hier versammelt bleiben, aber als Versammlungsleiter erkläre ich die Versammlung dann hiermit mit dem Dank für euer Kommen, für ihr Kommen und der Bitte weiter diese Solidarität über das Jahr hinweg zu tragen, auch in das neue Jahr.
erkläre ich die Versammlung für geschlossen. Vielen Dank.